Kuriose Orte. Unser Planet hat so viele lustige Ortsnamen, wie zum Beispiel Mein Kot in Niedersachsen. Viel lieber verbringe ich meine Zeit aber in Afterhausen in Bayern. In Kanada gibt es übrigens einen Ort namens Dildo. Dort veranstalten sie jedes Jahr ein Festival mit dem Namen Dildo Days. Und ihr Maskottchen ist Captain Dildo. Das ist so geil. Und wenn wir in Dildo fertig sind, dann geht's erstmal schön nach Penis Cola in Spanien. Und dann nach Kondom in Frankreich. Unsere Welt ist so schön versaut. In Niedersachsen gibt es eine kleine Stadt namens Wiener. In Frankreich einen Ort namens Anus, in Russland einen namens Vagina und in UK einen namens Peniston. Aua. Scheidental in Baden-Württemberg finde ich aber auch nicht schlecht. Noch besser ist aber der Fotzentalhof in Österreich. Lol. In Österreich gibt es ein Klettergebiet mit dem Namen Arschlochwinkel. Wovon es auch ziemlich viele Kuriose gibt, ist Straßennamen. Wie die Tittentasterstraße in Wismar oder die Beamtenlaufbahn in Kiel. Im Höschen geht auch was ab. Also in der Straße. Die Hölle ist übrigens eine Einbahnstraße. Führt aber rein in die Himmelreichstraße. Was? Ich glaube, ich gehe lieber in die Milchstraße. Oder nee, lieber doch nicht. Ich bin dafür viel zu sehr im Sack. Wie nennt man eine Mundharmonika auf Bayerisch? Fotzenhobel. In Thüringen gibt es einen Ort namens Drogen. Und dort lebt ein Peter Hanf. Wenn deine Großeltern meinen, ihre Zeit ist gekommen, bringen sie einfach nach Himmelreich in Baden-Württemberg. Oder nach Sargleben in Brandenburg. Wo man jetzt gerade zu Corona-Zeit wirklich nicht sein möchte, ist in Husten, NRW. Wo ich aber noch weniger sein möchte in diesem Moment, ist in Ende.